Schön, dass du da bist, lieber Witter. Das ist ein Single-Orakel. Ja, ich schaue Mitte Mai bis Mitte Juni, so circa von der Zeitqualität her, lieber Witter. Und ich schaue einfach mal, warum du derzeit Single bist, was der Grund ist. Und da schaust du einfach, ob du dich wiederfindest, dann ist das Orakel für dich. Wenn nicht, dann schau dir Aszendentzeichen, Sonnenzeichen, Mondzeichen, Venuszeichen. Und dann schau ich, was du tun kannst, was du selber aktiv tun kannst, ja, damit du einfach wieder in eine liebevolle Partnerschaft eintreten kannst. Ja. In der Fortsetzung schau ein bisschen in die Prognose. Was denn diese Zeit Mitte Mai bis Mitte Juni so für dich bereithält, ob da jemand schon im Feld ist und ja, was da die kollektive Zeitenergie für dich bereithält, ja? Im Sinne Liebe. Gut, so, dann geht's los. Was ist der Grund, dass du derzeit Single bist? Schau mal. Bitte. Was ist der Grund, warum du derzeit Single bist? Beziehungsweise, in welcher Situation befindest du dich gerade als Single? So, lieber Witter, du bist da mit in der Gruppe, wenn du. Also da gibt es jemanden, ja. Du bist Single, du bist derzeit in keiner Partnerschaft, aber da gibt es definitiv jemanden, spricht er sich deiner Frau, wenn es der Mann bist, draußen entsprechend um, der einen Neubeginn mit dir möchte. Ja? Und du, lieber Witter, wann du da resonierst, wägst ab. Du weißt noch nicht so recht, ob du auf dieses Angebot einsteigen sollst. Du überlegst. Und zwar überlegst du, es klingt jetzt eigenartig vielleicht, aber. Weißt du, was für Opfer du bringen müsstest mit dem Gehängten? Wann du in das wieder einsteigst. Da ist jemand, der wieder zurück möchte zu dir, lieber Witter. Die Situation ist es, ja, der du gerade bist. Und ich schaue jetzt weiter, lieber Witter. Worum es eigentlich geht, ja, bei dir, was du tun kannst, was die Karten einfach anzeigen, was du aktiv machen kannst oder vielleicht auch nicht, vielleicht geht es ja darum, passiv zu sein, dass du mit wem auch immer, ja, in eine glückliche, liebevolle Partnerschaft gehst. Okay? Ich freue mich sehr drauf. Gut. Weiter geht's. Lieber Witter,
raten deine Karten. In der Fortsetzung schaue ich in die Prognose, einfach ins kollektive Feld, lieber Witter. Was du in Sachen Liebe, ob da jemand ist, der ein möglicher Kandidat ist, ich spreche jetzt nicht einer Frau, wenn es der Mann bis Straße entsprechend umgeht. Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Gut. Was kannst du tun, damit du aus dem Single-Status rausgehst? Was sagen die Karten, lieber Witter? Schauen wir mal, ne? Die Karten sagen eindeutig, den sechster Kelchen und dem Rat des Schicksals, dass du die Vergangenheit, ja, alles Vergangene hinter dir lassen darfst, kann, sollst, und es wird ja so sein, ja. Weil Schicksalsrat ist ein großer Arkana und du darfst ja gewiss sein, das Rad dreht sich weiter, ja. Und die Karten raten, dass du in Kontakte gehst, dass du Kontakte nicht meidest, den zweiter Kelchen, ja, und auch Chancen auf die Liebe, auf eine neue Partnerschaft erkennst und ergreifst, ja. Also wirklich rausgehen, ja, und ein bisschen laufen lassen, also Schicksalsrad ist so, ja, so ein bisschen auf den Lebensfluss achten, ja, in Leichtigkeit, schau, mehrere Möglichkeiten dir anschauen, also mehrere Kandidaten, ja, mit den zwei der Münzen, durchaus einfach mal vielleicht den einen oder anderen Mandaten und nicht zu viel denken mit den Achterschwertern, ja. Nicht zu viel Kopfkino und wirklich die Augen offen halten. Ganz, ganz in Leichtigkeit in Kontakte gehen. Gut, lieber Witter, ich danke dir fürs Mitdabeisein, für dein Abo, für dein Like, fürs Mitdabeisein. Ganz, ganz lieben Dank, und ich gehe jetzt in die Fortsetzung, wo ich schaue, von Mitte Mai bis Mitte Juni 2023, ja. Was ist denn da im Feld für dich, ja? Wenn du das integrierst, ja, was da gerade in die Karten angezeigt haben, geht es so konform mit der kollektiven Energie, ja? Also die eine Sache ist ja das, dass du Dinge tun kannst, integrieren kannst, und die andere Sache ist, dass es auch auf fruchtbarem Boden fällt, ja? Und das werden wir jetzt schauen. Ich freue mich drauf, lieber Witter. Bis bald und viel, viel Segen für dich, Stella.